Herzlich willkommen bei AF Vivendi. Mein Name ist Axel Voss und ich spreche mit meinen Gästen unter anderem über Lebenslust, Ästhetik, Entwicklung und Spiritualität. Heute bin ich zu Gast bei Dr. Claudia Simone Duchamp. Sie ist Philosophin und Autorin und heute geht es um die Mystik, insbesondere um einen sehr großen Mystiker, wenn nicht sogar den größten deutschen Mystiker und Philosophen Meister Eckhart. Claudia, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, Axel. Ja, ich freue mich ebenfalls. Mhm. Vielleicht steigen wir damit ein, dass wir, bevor wir auf die Frage kommen, was Mystik uns heute noch zu sagen hat, nach so langer Zeit, was wir von Meister Eckhart mitnehmen können, wer war er überhaupt? Meister Eckhart war ein deutscher Mystiker, Philosoph und Theologe. Er war ein Dominikaner und er lebte von 1260 bis 1327 oder 28. Er kam als Jugendlicher ins Kloster. Er war ein Sohn eines Rittergeschlechtes und hat die Klerikerlaufbahn entweder gewählt oder es war, wie es damals oft der Fall war, eher der Wunsch seiner Eltern. Jedenfalls hat er sich brillant bewährt in diesem neuen Umfeld des Dominikanerklosters. Er wurde ein großer Gelehrter, wurde Ordensgeneral, das heißt, er hatte die Supervision über verschiedene Klöster. Mhm. Er war in diplomatischer Mission häufig unterwegs und hat auch Könige und Königinnen beraten bei ihren politischen Geschäften. Und er war ein Nachfolger von Thomas von Aquin auf dem Lehrstuhl für Theologie an der Sorbonne. Also wir haben hier das Bild eines Menschen, der das 13. Jahrhundert in seiner Vielfältigkeit schon in seiner Biografie richtig abbildet. Ja. Er war ein Kleriker, aber er war auch ein Mann der Tat. Er war ein Diplomat, er war ein politischer Berater, er war ein großer Gelehrter und er war umstritten. Mhm. Und am Ende seines Lebens gab es eine Verurteilung vom damaligen Papst Johannes dem 22. Er lebte zu der Zeit in Avignon, nicht in Rom. Und Meister Eckhart musste nach Avignon gehen, um die Häresievorwürfe, also die Vorwürfe der Ketzerei, zu entkräften. Denn der Papst hatte wutentbrannt aufgrund der Denunziation von einigen Neidern Eckharts eine sogenannte Bulle, also eine Verurteilungsschrift, veröffentlicht in Acro Dominico, im Garten des Herrn. Und da wurde Meister Eckhart unterstellt, er würde Unkraut im Acker des Herrn säen durch seine philosophisch-mystischen Spekulationen und er habe mehr wissen wollen, als Not tut. Das war ein großer Vorwurf. Mhm. Und dieses mehr wissen wollen, als Not tut, das war vielleicht tatsächlich wahr. Denn er wollte mit seiner Erkenntnislehre über das hinausgehen, was bekannt war. Wenn wir über die Mystik sprechen, dann hebt sich meist dann natürlich von vielen Gelehrten seiner Zeit ab, auch gerade von seinen Dominikanern, die ihn ja auch bis zuletzt noch auch sehr unterstützt und begleitet haben. Wann war die Zeit, wo er wirklich für sich stand? Was hat die Kirche gefürchtet in ihm und in seinen Lehren? Grundsätzlich ist es so, die größten Spannungen waren zwischen dem Dominikaner- und dem Franziskanerorden. Ja, innerhalb des Dominikanerordens gab es natürlich auch Strömungen und Unterströmungen. Die Dominikaner hießen ja spöttisch auch die Dominicanes, die Hunde des Herrn, weil sie als besonders papsttreu galten. Mhm. Und da gab es natürlich Hardliner und solche, die einen eher gemäßigten Kurs verfolgten, aber noch immer sehr, sehr stark dem päpstlichen Motto untergeben waren. Die Hauptspannung, wie gesagt, war zwischen den sogenannten Minderbrüdern oder Bettelorden, Franziskanern und den Dominikanern. Und diese Spannung entzündet sich an der Frage, ob die Kirche reich sein darf. Mhm. Und das ist auch etwas, was wir so in populärwissenschaftlichen und in popkulturellen Darstellungen wie in Der Name der Rose sehen. Genau, da geht es genau um diese Spannung zwischen Franziskanern und Dominikanern. Innerhalb des Dominikanerordens, den Meister Eckhart für sich gewählt hatte oder den man für ihn ausgewählt hatte, war die Situation eine andere. Ja, man hatte diesen gemeinsamen Kanon, dass man papsttreu ist, ja, dass man sich zumindest nicht offen opponiert. Mhm. Aber Eckhart hat sich, gerade nachdem er ein hervorragender Gelehrter war und auch Professor der Theologie an der Sorbonne,
in seinen lateinischen, aber noch mehr in seinen deutschen Predigten und Schriften sehr weit aus einem bestimmten Comment heraus bewegt. Ja, denn es ging im Dominikanerorden auch immer sehr stark um eine Geistmystik. Wenn man Mystik betrieben hat, war das eine Mystik im Sinne einer Einheitsmetaphysik. Mhm. Ja. Und Eckhart ging weiter und stellte zum Beispiel auch die Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Und wie ist die Rolle des Menschen im Kosmos? Mhm. Und da verließ er so diese kreationistische Ebene, die nicht nur im Dominikanerorden, sondern auch im Franziskanerorden und im Grunde in den allermeisten religiösen Strömungen vorhanden war, dass der Mensch nämlich ein Geschöpf ist. Ja. Eckhart sagte in einigen, insbesondere seiner deutschen Predigten, der Mensch ist Mitschöpfer. Mhm. Ja? Er hat sich selbst mitgeschaffen, er hat sich entlassen in die Freiheit des Seins. Und das gehörte auch zu den Sätzen, die der Papst Johannes der 22. dann in seiner Bulle angeprangert hat. Und das war mehr als zu wissen, Not tut. Ja, denn für Eckhart ist dieser Abhängigkeitsbezug Mensch und Gott bzw. Seinsgrund nicht mehr in dieser Art präsent. Mhm. Und das zeigt, dass er nicht nur in seinem Orden und generell für viele gläubige Menschen unterschiedlicher Strömungen im Abseits stand oder sich selbst im Abseits positioniert hat, sondern dass er auch wirklich ein Mensch der Moderne war. Ja. Denn wenn du siehst, was Hans Blumenberg schreibt über die Legitimität der Neuzeit, da geht es ja genau darum, was unterscheidet die Neuzeit vom Mittelalter. Mhm. Günther Mensching, der Historiker, hat gesagt, das 13. und vor allem auch das 14. Jahrhundert war Neuzeit. Ja. Das war dem Wesen her Neuzeit. Wenn wir heute manchmal meinen, 13., 14. Jahrhundert sei so Spätmittelalter, Blüte oder Herbst des Mittelalters, wie es manche Historiker nennen, dann stimmt das eigentlich nicht. Ja, und auch unsere popkulturellen Vorstellungen auf Mittelaltermärkten und Reenactments gehen genau auf diese Zeit zurück. Und dabei war das schon Neuzeit dem Wesen nach. Warum? Blumenberg hat gesagt, die Neuzeit, die zeichnet sich durch die Rebellion des Menschen gegen einen allmächtigen Gott aus. Ja. Ja, das ist eigentlich der Geist der Neuzeit. Und Eckhart war schon ein Mensch der Neuzeit dahingehend, dass er gesagt hat, der Mensch ist nicht ein Geschöpf im Sinne eines abhängigen Seins, sondern er ist ein Mitschöpfer, ein Mitgestalter. Und insofern gibt es diese Dichotomie Mensch-Gott in einer totalen Dependenz nicht mehr. Das war ein gefährliches Denken seiner Zeit. Geradezu revolutionär, wenn man überlegt, dass Meister Eckhart ja eigentlich ein Aufklärer war, obwohl Mystik ja auch zunächst mal vielleicht sehr stark mit einer sehr verklärten Art mit dem Glauben umzugehen vielleicht assoziiert wird. Mhm. War er ein messerscharfer Denker. Er war schon sehr fortschrittlich dahingehend, dass er quasi als Wegbereiter der Aufklärung und eben auch in seinem Wirken, worauf wir gleich noch kommen werden, als, wenn du so willst, Vorläufer der Psychologie auch auftrat. Und worauf ich vielleicht auch gerne nochmal kommen würde, du hattest gesagt, er hat die Schriften in Latein und in Deutsch verfasst, seine Predigten. Er war ein Mann des Wortes. Und er hat so viel neue Begriffe in die deutsche Sprache gebracht, die mich auch wieder erstaunen, wenn wir aus seinen Sprachschöpfungen, die er auch nutzte, auch metaphorisch nutzte, um sein Gottesverständnis zu erklären, dann kommen wir zum Beispiel in diesen Begriff der Wirklichkeit oder in den Begriff der Abgeschiedenheit. Wie hängen Abgeschiedenheit und Wirklichkeit zusammen? Dazu sage ich gleich was, aber zunächst muss man unterscheiden zwischen Mystik und Mystizismus. Gut, okay, denn du machen wir da weiter. Du hattest gesagt, dass es eine Besonderheit ist, dass Meister Eckhart so ein glasklarer Logiker war. Ja. Und das war er definitiv. Ja. Ja. Aber es ist kein Gegensatz zu einem Mystiker. Mhm. Ja. Es gibt den Unterschied zwischen Mystik und Mystizismus. Und Mystizismus geht eher über das Gefühl. Mhm. Ja. In der Mystik geht es grundsätzlich um ein Innesein. Mhm. Ja. Und dieses Innesein kann emotional gesteuert sein oder auch tatsächlich logisch, aber oberhalb der reinen zweckrationalen
Tätigkeit des Geistes, ja, als kreative, spirituelle Richtig. Vernunft. Es ist diese Dimension der Vernunft, die die Dialektik der Aufklärung auslässt. Denn da geht es nur um die zweckrationale Tätigkeit des Geistes und nicht um die spirituelle Dimension der Vernunft. Im Mystizismus ist das Emotionale wichtig. Ja. Es gibt die Stimmungsmystik. Viele Zeitgenossen von Eckhart, Tauler und Seuse hatten genau diese Form von emotionalem Zugang zum Seinsganzen. Und das hat auch seinen Platz. Fast die gesamte Frauenmystik ist eine Stimmungsmystik. Da geht es auch um Metaphern. Die Seele wird dargestellt wie eine Braut und Gott oder Jesus Christus wie der Bräutigam. Und dann wird die heilige Hochzeit, Hieros, Gamos, ja, mit so einer verklärten, emotionalen Sicht dargestellt. Auch das hat natürlich seine Berechtigung im Geistesleben. Aber Meister Eckhart schließt all diese Phänomene aus. Für ihn geht es nie darum. Ja, er spricht nicht von diesen Topoi, Unio Mystica. Doch, er spricht von der Unio Mystica, aber nicht in der Personifikation, sondern das ist ein innerpsychischer Prozess in einem Individuum. Und er geht nicht über das Emotionale, sondern wirklich über die kreative Vernunft. Und da findet er auf dem Weg, all diese stimmungsgebundenen Details hinter sich zu lassen, das ist der Weg der Abgeschiedenheit und der Abscheidung. Denn was ausgesondert wird, ist das über die Sinne Vermittelte, das uns Menschen gewöhnlich so affiziert. Da geht er einen Weg, den die Stoiker vor ihm schon begangen sind. Gelassenheit stammt aus dem stoischen Denken, freilich nicht etymologisch. Ja, das ist eine sehr starke Betonung von Eckhart im Mittelhochdeutschen. Aber es ist vom Grundgedanken her ein Loslassen von den verhaftet sein in dem Emotionalen, in den eigenen Sinnen. Es ist eine Suche nach der Apatheia, nach dieser eben nicht mehr affekthaften, stimmungshaften Anhaftung. Und so kommen wir dann auch zu den Sprachschöpfungen, die du erwähnst und die so wichtig sind. Die Abgeschiedenheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Man sondert alles aus, was nicht ich ist. Und ich ist für Eckhart nicht das Ego, sondern die Verbundenheit mit dem Seinsgrund. Und daraus erwächst dann die Gelassenheit. Gelassenheit heißt nämlich gelassen haben. Ich habe vieles gelassen, weil es mich nicht betrifft. Es geht mich nichts an. Es ist nicht mit mir identisch. Das ist die Vorstellung, die dahinter steht. Und da zeigt sich, dass diese Geistmetaphysik, die in einer langen Traditionsgeschichte steht, natürlich in einem Gegensatz sein muss zu der Stimmungsmystik, die ja immer mit den persönlichen Affekten und der Liebe, der Güte, dem Hingezogensein, auch der Ästhetik des Schönen agiert. Und auch das hat natürlich eine Berechtigung, geht aber für Eckhart nicht weit genug. Er sagt, wer in diesem Mystizismus ist, der ist noch nicht abgeschieden und der hat noch nicht wirklich seinen Seinsgrund erreicht. Denn darum geht es in der Mystik. Wenn du fragst, was ist denn eigentlich Mystik? Das ist so ein schillernder Begriff. Wir haben jetzt gesagt, Mystik ist nicht Mystizismus im Sinne von Stimmungsmystik, auch wenn es ganz oft verwechselt wird. Es sind eben nicht die Weihrauchschwaden und die Visionen und die Verzückung. Denn auch im Mittelalter gab es Menschen, die genau diese Momente gesucht haben. Die gleichsam Eventsucher waren für exakt diese Gefühlsqualität. Auf den Pilgerwegen. Ja, richtig. Und nicht nur dort, auch Beginen in ihren Klöstern, Beginen und Begarden als Laienorden und Flagellanten, die auf ihre Weise durch den Schmerz versuchten, über die Sinne eine Art von Befreiung zu finden. All das waren typische Erscheinungen dieser Zeit, die Eckhart abgelehnt hat. Er sagte, darum geht's nicht, ihr seid nicht weit genug. Gelassenheit ist etwas anderes. Denn sowohl das Suchen von Lust wie auch von Schmerz ist noch ego-behaftet. Da kommt natürlich unheimlich viel in mir hoch, was ich auch über die östlichen Religionen kenne. Also das ist nicht nur bei den Stoikern, das Loslösen von einer Anhaftung des Materiellen, aber auch natürlich die Tradition des Leerwerdens, also des Nirvana findens, und da sind unheimlich viele Strömungen, die natürlich weit älter sind. Ich finde es erstaunlich, dass auf einmal da so viel auch an, wenn wir sagen, wir gehen in die Lehre, aber auch in die Askese, das kennen wir vom Zen, also die Reduktion, die Bilder alle weg, dass das in dieser Zeit
von einem Menschen wo vermittelt wurde, der sich ja auf weiter Flur völlig allein gefühlt haben muss. Es war wirklich ein revolutionärer Gedanke in einer Zeit, die ja nun, wie du richtig sagst, mit Reliquienhandel, mit dem ganzen Zauber, mit der Magie der Kirche dann natürlich ihre Riten zelebrierte. Meister Eckhart stand allein und doch auch imaginär in einer Tradition. Mhm. Er war ein ausgesprochen belesener Mensch und er kannte auch die sogenannten heidnischen Meister, nämlich die griechischen und römischen Philosophen. Ja. Und da gibt es sehr viele Parallelen. Cassian sagt beispielsweise, das Denken ist ein Prozess des Wandelns von Bildern. Ja. Wenn wir denken, sehen wir eine Abfolge von Bildern, einen inneren Film. Mhm. Und Eckhart bezieht sich darauf, indem er sagt, wir müssen rausgehen aus dem Innestehen in Bildern und aufhören, in Bildern zu denken und uns anzuhaften an diese Bilder. Er sagt auch, das göttliche Sein hat keine Bilder mehr. Ja. Ja, das ist oberhalb aller Distinktionen. Ja, das ist reiner Zustand. Mhm. Auch die besten Attribute, groß, schön, gerecht, kommen dem göttlichen Sein nicht gleich, weil das noch immer mit dem menschlich-bildlichen Denken verhaftet ist. Mhm. Und da ist natürlich, wie du richtig sagst, eine ganz starke Traditionslinie zu erkennen. Bei Cassian finden wir diese Vorstellung, dass das Denken immer eine Abfolge von Bildern darstellt. Es gibt das im Yoga-Sutram des Patanjali, da heißt es Yoga-Shita Virtu Niroda, Virtaya, Panchataya, Klishta, Aklishta, Virti Sarupyam Itaratra, das heißt die Tätigkeit des Geistes, Virti. Mhm. Daher kommt lateinisch Virtus, die Tugend. Virtus, Virti Sarupyam Itaratra. Sarupyam ist der Wandel oder das Gewand auch. So, das bedeutet, die Tätigkeit des Geistes ist der Wandel der Gestalt. Ja? Also wir haben hier den gleichen Gedanken in Ost und West. Ja. Und in allen asketischen Schulungen gibt es die Tendenz, von diesem permanenten Gestaltwandel abzusehen. Mhm. Auch der Begriff Mantram heißt ja eigentlich Mantra, einen Fluss überqueren. Es ist der reißende Fluss der Gedanken, der sich natürlich immer in unterschiedlichen Bildfolgen darstellt, der durch einen Mantram gleichsam überquert werden kann. Mhm. Nichts anderes hat man in manchen Formen der spirituellen Meditation auch im mittelalterlichen Europa gemacht. Mhm. Ja? Auch da gab es wie Mantren wirkende Sätze. Ja. Und was Eckhart für uns heute besonders interessant macht, sind drei Vorstellungen. Und da kommt er in ein Feld, das aktuell auch immer wieder sehr umstritten ist. Eckhart hat nämlich gesagt, das tätige Leben ist wichtiger als die Meditation. Mhm. Die Meditation ist überall möglich und du bist die Quelle deiner Hindernisse. Mensch, hüte dich vor dir selbst, dann hast du wohl gehütet. Diese drei Sätze sind sehr wichtig. Ja. Und es steht nur scheinbar in einem Gegensatz zu dem, was wir gerade erörtert haben über die Mystik und die Bedeutung der Meditation. Wenn Eckhart nämlich sagt, das tätige Leben ist sehr viel wichtiger als die Meditation, dann sagt er damit nicht, wir brauchen keine Meditation, sondern er sagt, das tätige Leben kann die Meditation in sich schließen. Und das ist ein aristotelischer Gedanke. Mhm. Bei Aristoteles, der Philosoph des Mittelalters, du kennst das, wenn du Umberto Eco liest, dann siehst du immer wieder Bezug auf Aristoteles und Thomas von Aquin, weil das natürlich die Meisterdenker waren, auf die sich die mittelalterlichen Philosophen und Theologen immer bezogen haben. Bei Aristoteles gibt es die Vorstellung der Inklusivität. Ja. Ja, wenn A B enthält, ist A besser als B alleine. Und Meister Eckhart wendet das an auf zwei Arten des Lebens, das tätige Leben und das kontemplative Leben oder die Meditation. Und er sagt, das tätige Leben ist besser, weil es inklusiver ist, weil es nämlich die Meditation beinhalten kann, aber nicht nur als einen Teil im Tagesablauf. Mhm. Ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, ich setze mich auf mein Meditationskissen, sondern indem alltägliche Handlungen gleichsam durchleuchtet werden, durch die meditative Einstellung. Darauf kommt es an und das sagt er. Mhm. Ja, seine Vorstellung ist die, das tätige Leben ist wirklich wichtiger als die reine Meditation. Und da stellt er sich gegen eine Tendenz seiner Zeit. In seiner Zeit gab es auch schon viele Menschen, die sagten, nur das geistige, kontemplative Leben ist wichtig und alle profanen Vollzüge sind minderwertig. Ja? Und du kennst es vielleicht heute, wenn du
manche Menschen siehst, die sich als Esoteriker bezeichnen, mhm. ja, und die dann so am Wochenende über eine Wiese hüpfen und mhm. sagen, ach, ich bin so spirituell, total unverbunden, ja. kein Bezug zur Natur. Ja. Und das ist eine ähnliche Vorstellung. Mhm. Eckhart sagt hier, das tätige Leben ist wichtig. Ja. Ja, also jeder Alltagsvollzug, er sagt so, wer im Stall und beim Herdfeuer mhm. nicht bei Gott sein kann, der ja. kann es überhaupt. Ja? Also, ja. du brauchst nichts Besonderes mhm. zu tun und keinen besonderen Ort aufzusuchen. Ja? Dem steht nichts dagegen. Mhm. Man kann das mal tun, aber ja. es ist nicht die Bedingung mhm. für ein meditatives mhm. Erlebnis. Ja, ja. Mhm. Ja. Und das sei heute mal einigen gesagt, die immer denken, sie müssen dringend nach Indien, um zu meditieren. Und sie müssen dort genau. ihren Guru finden. Der Erleuchtungstourismus. Ja, das ist das, was mhm. ich dir sagte. Die Inder wollen nichts mehr hören vom erleuchteten mhm. Pauschaltouristen, der auf Goa vielleicht nicht Buddha, aber Budweiser oder Kingfisher Bier gefunden hat, ja, oder etwas ja, dergleichen. Ja, genau. Diese Form von Tourismus, mhm. die sich an bestimmte Orte mhm. kettet, im falschen Glauben, dass damit eine Betätigungspraxis verbunden wäre, die es nur dort gibt, ja. Ja. die war natürlich auch im Mittelalter, in den Pilgerreisen in einer fanatischen Form mhm. ja, schon vorhanden. Und Eckhart stellt sich dagegen. Mhm. Ja, er sagt, dort, wo du bist, ja. hast du zu wirken. Ja. Ja? Und wenn du dort nicht deine Alltagsvollzüge durchlichten kannst, mhm. dann kannst du es nirgendwo. Ja? Du kannst dir eine Fahrt an einen besonderen Ort sparen, mhm. ja? wenn du nicht hier und jetzt wirken kannst. Ja. Ja? Und das ist ein sehr guter Gedanke. Und mhm. der ist auch zeitlos aktuell, vielleicht gerade heute wieder. Das bringt dich natürlich mhm. auf diesem Druck raus. Ich denke da gerade an das Zitat von Nietzsche, mhm. der sagt, wo du suchst nach der Quelle, grabe, wo du stehst. Da findest du es. Und das hast du oftmals in Geschichten, der Alchemist von Coelho, das geht ja genau in diese Richtung, mhm. dass man vielleicht auch erstmal diesen Umweg über weite Reisen machen musst, um zu sehen, da wo du begonnen hast, wo du losgelaufen bist, da ist eigentlich auch das, wonach du suchst. Da ist der Schatz zu finden. Es ist in dir. Ja, ja. Mhm. Nun muss Eckhart natürlich, muss Meister Eckhart auch ein unglaublich guter Beobachter gewesen sein, denn da hast du natürlich auch die Übertragung, wenn du, so sagt er in meiner Erinnerung, zwei Menschen vergleichst und der eine hat eben diese Schwächen nicht und hat diese Süchte nicht, dann hat er es natürlich leicht, durchs Leben zu gehen, wogegen der andere, der eben immer mit seiner Gottes, mit seinem Glauben ringt, mit seinem Gottesbild und vielleicht auch getrieben ist von bestimmten Süchten, Gelüsten, dass der ja viel mehr zu kämpfen hat. Und dieser Mensch, der ständig im Kampf ist und dann aber trotzdem noch dieses, wie du sagst, den Virtus in sich trägt, die Stärke, die Tugend, sich dem nicht zu ergeben, seinen Süchten nicht zu ergeben, dass der für Meister Eckhart in viel größerer Gunst steht. Mhm. Er hatte eine ganz berühmte Parabel vom Herrn und vom Knecht. Mhm. Er sagt, der Herr hatte einen rebellischen Knecht. Und eines Nachts kam der Herr auf den Acker in einer Verhüllung und der Knecht griff ihn an. Mhm. Und sie haben miteinander gerungen bis zum Morgengrauen und sich dann zu erkennen gegeben. Und der Herr liebte seinen Knecht mehr. Mhm. Ja. Der Herr ist natürlich der Seinsgrund. Ja. Ja. Mhm. Der Knecht ist der Mensch, aber der archetypische Mensch. Mhm. Und Eckhart hat auch eine Vorstellung der Freiheit zum Fehler. Ja. Und da sagt er, und das war natürlich auch ein Punkt, der nicht nur in den Augen des Papstes hoch spekulativ und riskant war. Da sagt er, der Mensch kann sich sehr weit von dem entfernen, was sein eigentliches Sein ist. Ja. Und er sagt sogar, es kann erschreckend sein, wie weit der Mensch von seinem eigentlichen Sein entfernt sein kann, Kraft seines freien Willens. Ja. Aber er darf das, denn das macht auch einen Teil seiner Würde aus. Mhm. Er ist kein Automat, kein Roboter, wie wir heute sagen würden. Er ist nicht ferngesteuert, sondern er darf sich sogar auch entscheiden, gegen seinen eigenen Ursprung, gegen sein inneres Sein zu handeln. Und das ist ein Gedanke, der ist in allen großen Religionen präsent. Ja. Im Talmud steht auch in der Nida 16, alles ist in den Händen Gottes, außer die Furcht vor Gott. Mhm. Ja? Also Gott durchdringt alles, aber der Mensch hat die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ja,
ich bekenne mich zu meinem Seinsgrund, ja, oder nein, ich stelle mich außerhalb dessen. Ich gehe einen anderen Weg. Eine das unglaubliche ist eine Freiheit. Freiheit, ja, ja, die natürlich für eine Institution wie die Kirche auch sicherlich eine große Gefahr war. Meister Eckhart, und das ist ja auch mit einem Wesenszug der Mystik, den Menschen als Individuum hinführt in sein Selbst, in seine eigene Kraft, in seine eigene Mitte. Und damit eben wird ein Vermittler obsolet. Also dieser direkte Kontakt, und du hast oftmals jetzt das Wort Seinsgrund gebraucht, worauf ich gleich noch mal ein bisschen eingehen möchte. Was revolutionär war, auch gerade für mich in meinem Verständnis von Meister Eckhart, ist, dass er diesen Seinsgrund, den er quasi auch als Seelengrund bezeichnet hat, als, so wie wir oftmals sagen, der göttliche Funke, den wir in uns tragen, und der Gottesgrund, der Urgrund, dass das ein und dasselbe ist. Und das war natürlich eine Revolution, dass du quasi Gott, den göttlichen Funken, in dir trägst und damit in keine Abhängigkeit kommst. Richtig. Das ist die maximale Unabhängigkeit, ja, in die sich der menschliche erkennende Geist begeben kann. Ja. Ja? Und für Eckhart sind ja Erkennen und Sein gleich. Ja. Ja? Das sagt er in der Pariser Quaestio. Grundsätzlich ist es so, dass dieser Gedanke, im Seinsgrund zu sein, ohne Vermittler, natürlich revolutionär ist und natürlich Abhängigkeiten zerschlägt, die auch dogmatisch werden und die kommerzialisiert werden können. Ja, das ist natürlich dann ein ganz großes, schwieriges Feld für Machtpolitiker in der Kirche und auch außerhalb den Kirchen. Aber grundsätzlich bedeutet Mystik ja mit Augustinus Cognitio Dei Experimentalis. Mhm. Das heißt erfahrungshaftes Erkennen Gottes oder ich sage des Seinsgrundes, des Seelengrundes, der koinzidiert, die ja gleich sind. Mhm. Und man muss diese drei Begriffe zusammendenken. Erfahrungshaftes Erkennen des Seinsgrundes. Mhm. Die Erfahrung mache ich, die machst du. Die ist schwer übermittelbar. Man kann darüber sprechen. Mhm. Es gibt sogar eine Redeweise über dieses Erlebnis, das ist die Mystologie. Mhm. Ja? Man kann auch beschreiben, wie man dahin kommt. Das ist die Mystagogie. Mhm. Ja? Durch die Abgeschiedenheit, durch die Abtrennung von der Anheftung an die Sinne. Aber man kann es nicht wirklich teilen. Ja. Dein Einheitserlebnis ist dein Einheitserlebnis. Ja. Mein Einheitserlebnis ist mein Einheitserlebnis. Es ist dieses Subjektive in der Erfahrung, ja, was kaum mitteilbar ist, was den Einzelnen dann aber auch wieder bestärkt. Ja? Und die Erkenntnis als zweiter Bestandteil dieser Formel von Augustinus zeigt auch, der Mensch ist ein geistiges Wesen. Mhm. Und da führt es schon hin. Ja? Ja. Wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht identisch mit unserer Biografie, wir beseelen einen Körper. Mhm. Ja? Und wir haben ein historisches Gewordensein als die Persönlichkeit, die wir sind. Aber wir sind nicht identisch damit. Ja, und über dieses Verständnis, die Erfahrung und die Erkenntnis, kommt man zum Seinsgrund. Mhm. Diese drei Komponenten wirken zusammen. Und das ist eigentlich ein ganz alter ideengeschichtlicher Konnex, diese drei Begriffe. Bei Platon und bei vielen anderen, auch über Platon hinaus. Mhm. Wir machen heute oft den Fehler zu glauben, Mystik sei eine Nische, weil sie in der Gegenwart als Nische gehandelt wird, ein Exotismus, ein Orchideenfach der geistigen Betätigung. Und wir denken, die wissenschaftliche Philosophie oder die Wissenschaften in unserem heutigen Verständnis, die habe es spätestens seit dem Beginn der Neuzeit gegeben und sie seien prägend und Mystik sei immer nur ein Sondererleben gewesen. Ja. Tatsächlich ist es umgekehrt. Ja. Also die Mystik ist der breite und starke Strom der Ideengeschichte und unser westlich-europäisches Verständnis von Wissenschaft, insbesondere später von Naturwissenschaft, nimmt historisch einen ganz kleinen Raum ein. Das ist sehr limitiert. Ja. Also die Mystik ist etwas sehr Ursprüngliches in der Ideengeschichte aller Nationen, aller Kulturen. Mhm. Ja? Es gibt große Kulturnationen wie Indien, die haben keinen Begriff für Wissenschaft oder für Philosophie. Ja. Ja, zweifellos haben sie Wissenschaft und sie haben Philosophie, aber sie benennen es nicht so. Ja. Es gibt nicht diese Form der akademischen Tradition. Ja? Es durchdringt sich immer noch viel zu sehr, als dass man es trennen könnte. Richtig. Und das ist eben auch, was Meister Eckhart auch immer versucht hat zu vermitteln.
auch natürlich über die platonische, neuplatonische Strömung, die ihn ja auch sehr geprägt hat, zum einen hin. Also das eine von Platon und natürlich die Unium Mystica, die Einheit mit dem Göttlichen, was wir selber in uns tragen, dem auf die Spur zu kommen und mit ihm in Kontakt zu stehen. Und das ist ja auch diese wunderbare Übertragung aus dem Hinduismus, das Atman und das Brahman. Also du hast das Kleine im Großen und die wirken und bedingen sich gegenseitig, weil sie letztendlich ein und dasselbe sind. Das ist richtig. Stärker noch als von Platon ist Eckhart von Plotin bestimmt. Ja, ja. Denn Plotin geht ja noch über die Vorstellung der Ideenwelt mit den höchsten Ideen, dem wahren Guten und Schönen hinaus und sagt, die oberste Idee ist das eine, Tohen. Ja, das ist die höchste Idee. Und alles, Seele, Geist und materielle Welt, manifeste Welt, sind gleichsam Ausflüsse, Emanationen aus diesem einen. Ja, und Eckhart hat eine ähnliche Ansicht. Er geht nicht über die höchsten Ideen. Ja, und er sagt ja auch in seiner Morgensternpredigt ganz klar, Gott ist weder schön, noch reich, noch vollkommen. Ja, er ist ein reines Sein. Ja. Es gibt keine Begriffe, die ihn beschreiben. Das ist die negative Theologie. Ja. Und in dieser Tradition steht er sehr stark. Plotin, Dionysos, Areopagita und Meister Eckhart sind negative Theologen. Und das bedeutet nicht, es gibt keine Theologie, sondern das bedeutet, die Theologie ist freigestellt von all diesen affekthaften und eigenschaftsgebundenen Konnotationen. Da steht, das Negative ist keine Bewertung, sondern das Negative ist ein, was Gott nicht ist. Richtig. Das Positive wäre, Gott ist eine bestimmte Vorstellung, die ich festlege, dann in ein Dogma komme. Und das Negative ist, du lässt alles weg, weil du das große Eine eben nicht beschreiben kannst. Es ist transzendent. Es ist nicht in Worte zu vermitteln, sondern nur zu erfahren. Genau. Eckhart sagt, Gott ist ein Nichts. Ja. Und das bedeutet nicht, Gott ist nichts oder Gott ist tot, wie Nietzsche sagt. Sondern das heißt, es gibt keine Prädizierbarkeit mehr für das höchste Sein. Ja, und entsprechend, und das ist sehr interessant, keine Möglichkeit für Menschen, Fanatismen zu heften an den Gottesbegriff. Ja. Deshalb gab es ja auch vor einiger Zeit in der Neuen Zürcher Zeitung einen Artikel darüber, dass die negative Theologie eine wunderbare Verständigungsmatrix wäre in einem Zeitalter wie heute, in dem Religion wieder zum Kampfbegriff wird. Ja? Ja. Sehen wir doch ab von den religiösen Schriften und diesem immer persönlich gedachten Gottesbild und gehen wir hin zur negativen Theologie. Einigen wir uns darauf, es gibt ein höchstes Sein, unseren Seinsgrund, der in uns lebt, ja? Durch den wir sind, durch den wir mitgestaltend sind. Und der kann eigentlich gar nicht definierend prädiziert werden, denn das wäre eine Verkleinerung. Ja, du bist auch jenseits einer Anhaftung. Da, wo wir vorhin schon waren, wo wir sagen, du hast keine Bilder mehr. Genau. Und diese Abkehr von den Bildern ist zugleich auch die Abkehr von den Fanatismen. Ja. Von den individualpsychologischen, wie auch auf der Makro- und Mesoebene von den politischen Fanatismen. Man kann keine starke Ideologie gründen, ja, auf dieser Vision der unbegrenzten, des unbegrenzten Seins, der schrankenlosen, des schrankenlosen Seins. Es ist nicht einmal schrankenlose Existenz. Die Existenz ist schon ausgegangen. Es ist das schrankenlose Sein. Ja. Und das kann nicht politisiert werden. Ja, das ist unglaublich spannend, weil es wirklich auch der Inbegriff einer spirituellen Freiheit ist. Ja. Und diese Freiheit beinhaltet, wie gesagt, auch was wir vorher schon benannt haben, dass man sich außerhalb des Seins bewegen darf, dass man sich schaden darf, sich und anderen schaden darf. Ja. Auch das Böse hat seinen Platz, in dem es eine freie Wahl sein kann. Das ist ein ganz problematischer Gedanke. Ja? Ja. Auf der anderen Seite sagt Eckhart auch, du bist die Quelle deiner Hindernisse. Ja? Eben weil der Mensch durch seinen freien Willen keine automatisierte Tugendpuppe ist, die in einem bestimmten Raster agieren muss, sondern sich auch entscheiden kann, gegen sich selbst und gegen das Gemeinwohl zu agieren. Ja, das gehört essentiell zum Menschsein dazu. Es soll nicht aberzogen werden, sondern man soll das verstehen und sich selbst auf den Grund kommen damit. Wenn er sagt, du bist die Quelle all deiner Hindernisse, hüte dich vor dir selbst, dann hast du wohl gehütet. Dann ist das kein Victim-Blaming in der Art, dass man sagt, du bist alles selbst schuld, was dir widerfährt. Ja? Er sagt auch nicht, du bist die Quelle
von Verbrechen oder von Gewalt, wenn jemand jetzt zum Beispiel Opfer von Straftaten wird. Darum geht es überhaupt nicht. Ja. Er sagt, du bist die Quelle deiner Hindernisse, das heißt deiner Hemmungen, deiner Zwänge, ja, deiner Ängste, deiner falschen Denkmuster. Du bist der Urheber davon. Nun würde natürlich ein Psychoanalytiker sagen, das ist alles biografisch gewachsen. Ja, das stimmt auch. Natürlich. Es ist biografisch gewachsen. Ja. Ja, ein Zwang, eine Angst entsteht nicht von selbst. Aber hier würde der Mystiker wieder einsetzen, du bist nicht deine Biografie. Du hast eine Biografie, natürlich. Und auch die falschen Denkmuster oder die Zwänge, die du im Moment hast, die dich umtreiben, ja, die haben eine Geschichte und sozusagen einen Auslöser. Aber du bist nicht deine Biografie. Du musst dir das mal überlegen. Ja. Wir sprechen hier von Aussagen aus dem 14. Jahrhundert, wo es keine Psychoanalyse und Therapie gab, was da schon vorweggenommen wurde. Grundsätzlich haben die mystischen Strömungen, und wir sind uns ja einig, dass die Mystik eine ganz starke Quelle der Ideengeschichte in allen Kulturen darstellt, dass sie vielleicht schon protophilosophisch ist, vor den eigentlich philosophischen Bemühungen als Wissenschaft. Vor Sokratiker. Natürlich. Die Eleaten, Parmenides. Ja. Dass die Mystik auch eine frühe Form von Psychologie war, ohne jedoch die Seele als Eliminat gesellschaftlicher Prozesse zu sehen. Die Seele steht in gesellschaftlichen Prozessen mit ihren Anhaftungen, aber sie ist nicht das Produkt. Also da denkt Eckhart natürlich anders als Freud oder als Karl Marx. Natürlich, Ja, das ist eine Geschichte, die mich immer wieder fasziniert. Je weiter ich zurückgehe, gerade in der Denkströmung auch der mystisch-gnostischen Tradition, die ja auch mündet oder vielleicht den Ursprung hat in den Kontaktaufnahmen mit der Allverbundenheit der Natur. Ich nenne es jetzt erstmal so, die ja aus dem Schamanismus-Animismus kommt, wo wir eins waren mit den Tieren, also diese Halbwesen, die wir aus der Mythologie herkennen, diese Entwicklung, die dann nachher in eine Geistesgeschichte gekommen ist, die aber immer wieder zurückgeführt wird im Kern auf, du musst in dich schauen. Denn Kultur und Natur, diese Trennung, das sind Trennungen, das sind Konzepte und das sind, und das ist das Wort, was du auch gerade schon ein paar Mal verwendet hast, Vorstellungen. Das ist auch so ein magisches Wort, wenn man überlegt, wenn man das mal auf der Zunge zergehen lässt. Du hast eine Vorstellung, du hast ein Bild, eine Imagination von etwas, was in deinem Inneren stattfindet, und das stellst du vor dich hin. Du bringst es von innen nach außen, eine Geschichte der Ideen. Und da sind wir vielleicht bei Platons Ideengeschichte, dass du in der Materie letztendlich auch immer nur eine Form hast, die du selber ganz eigen durch deine Sinne wahrnimmst und natürlich mit deiner Erinnerung immer wieder abgleichst. Natürlich. Sehr wichtig ist, damit wir nicht in diese dichotome Spaltung von Natur und Kultur oder dem Mensch als Natur- und Kulturwesen hineinkommen, dass wir verstehen, dass alle Mystiker und viele große Philosophen auch natursichtig waren. Ja. Die Natursichtigkeit ist eine Facette der Hellsichtigkeit. Mhm. Und wenn wir das heute sagen, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Denn der Begriff der Natursicht oder Hellsicht wird von vielen Zeitgenossen eingeschätzt als irgendwo im Zuge des ICD-10 bei den Halluzinationen eingeordnet. Mhm. Das war nicht der Fall. Wenn Meister Eckhart über einem Grashalm meditiert, dann geht es ihm nicht darum, wie viel Chlorophyll hat der Grashalm, wie macht er die Photosynthese, wie ein Naturwissenschaftler das sehen würde, sondern er sieht diesen Grashalm und er hat darüber eine unmittelbare Verbindung zum Sein und fragt sich, wie ist denn die Vielheit in der Einheit und die Einheit in der Vielheit? Warum sehen alle Grashalme gleich aus? Eine Frage, die ein Fünfjähriger stellen könnte, ein Dreijähriger. Er hat ein philosophisches Werk daraus entwickelt, über die Einheit in der Vielheit und die Vielheit in der Einheit. Ein ganz großer philosophischer Gedanke an der Schwelle zur Neuzeit. Ja. Denn damals ging es ja auch gerade darum, auch im Gesellschaftspolitischen, wie sich der Einzelne
abgrenzen kann von der Gemeinschaft. Mhm. Ja, an der Schwelle zur Neuzeit wurden auch die Familiennamen erfunden. Ja, die gab es vorher in der Form nicht. Ja. Und wenn Eckhart fragt, wie ist denn das Viele im Einen und umgekehrt das Eine im Vielen, dann fragt er nach diesem Durchdringungszusammenhang, mhm. der eben nicht gleich so dichotomisch abgehackt werden kann, mhm. ja, sondern er sieht, dass es immer schon in einer Beziehung zueinander steht. Ja. Mhm. Was nehmen wir heute darauf mit? Wir sind heute in einer Zeit, wo wir uns darüber einig sind, es ist eine Umbruchzeit, wo wir aus dem Spüren herausgekommen sind, wo wir aus unserer Empfindung einer Innerlichkeit, nicht nur einer Körperlichkeit, sondern einer Verbindung mit seinem inneren Kern, da ist uns etwas verloren gegangen. Und die Frage ist, was kann man selber tun, um zu beginnen, das, was Meister Eckhart im Kern den Menschen vermitteln wollte, wieder zu erlangen? Grundsätzlich, die Verbindung mit dem Seinsgrund war immer revolutionär. Ja. Denn sie hat den Menschen freigehalten von politischen und gesellschaftlichen Zwängen und Indoktrinierungen. Mhm. Es immunisiert gleichsam auf einer geistigen und spirituellen Ebene. Insofern waren Mystiker ja sehr häufig von verschiedenen Richtungen gefürchtet, von Staat und Kirche. Mhm. Denn sie haben eine sehr widerständige Nachfolgerschaft herangezogen. Menschen, die selbstständig denken, selbstständig fühlen und die Realität des Inneren zulassen. Das ist ein ungeheurer Kraftzuwachs. Und es gibt ein Rebellenpotenzial, das hierin liegt. Wenn du nun fragst, was können wir heute daraus mitnehmen, dann würde ich sagen, grundsätzlich, wir halten uns nicht an der Person Meister Eckhart auf. Mhm. Denn so unwichtig das Biografische für jeden Einzelnen sein soll, von der höheren Warte aus, so unwichtig ist es auch hier. Es geht nicht darum, die Lebensstationen zu kennen und einen Kultus zu betreiben für eine Person. Eckhart selbst würde das am meisten verurteilen, wenn das jemand betreiben würde. Sondern es geht darum, die Grundgedanken zu verstehen und nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern zu erfahren. Ja. Den unmittelbaren Seinsbezug kann man haben. Überall, ja, ohne besondere Vorkehrungen und ohne dass Bedingungen gestellt werden. Mhm. Und dieses Erlebnis wiederum gibt auch Kraft und zeigt den Menschen, was sein wahres Sein ist. Er ist eine geistige Substanz, die sich weit auf den Weg zu sich selbst schicken kann. Und das ist eine wunderbare Reise. Nicht immer eine Heldenreise, aber der Versuch dazu. Und sich dazu zu entlassen, ist auch eine Stärkung der persönlichen Souveränität. Ja. Ja, auf dieser Ebene kann wirklich Veränderung geschehen. Und vielleicht kann es vorrangig auf dieser Ebene. Denn hier spielt es sich schlussendlich ab. Das andere sind Kulissen. Ja. Die sind wichtig. Und wir fühlen uns affiziert von den Kulissen, weil wir mit unseren Sinnen natürlich damit verhaftet sind. Mhm. Ja, aber eigentlich geschieht die Freiheit dort, wo das Sein geschieht. Ja. Also die Bilder loslassen. Und wenn du das gerade so erwähnt hast, hatte ich auch natürlich gedacht an das, was jetzt in der Coaching-Szene an Begriffen auch immer wieder an die Oberfläche kommt. Potenzialentfaltung wäre so ein Begriff. Dann natürlich Resilienz, all die Achtsamkeit, Begriffe, die wir ja in dieser Tradition schon längst kennen, die aber jetzt zum einen sehr stark kommerzialisiert werden, zum anderen natürlich auch Gefahr laufen, instrumentalisiert zu werden, damit der Mensch im System noch besser funktioniert, natürlich. Damit es kein Burnout gibt. Das ist genau die Gefahr, die sich bei dieser ubiquitären Potenzialentfaltung als Losung, fast schon als Dogma zeigt. Mhm. Es geht darum, den Supermenschen zu kreieren, der noch anpassungsfähiger ist, nicht an seine eigenen inneren Ziele, sondern an äußere Vorgaben. Richtig. Und hier leistet die Mystik einen Befreiungsschlag, denn sie extrapoliert von Menschenbildern und von Menschenidealen. Mhm. Es gibt keinen perfekten Menschen. In der Mystik. Ja? In vielen philosophischen Systemen gibt es den perfekten Menschen oder bei Aristoteles den Homo Justus, den gerechten Menschen. Und das hat auch seinen Platz. Ja? Es gibt ein Modell fürs ethische Handeln. Ein Ideal. Das ist als Ideal, als solches, auch statthaft. Aber alle gesellschaftlichen und politischen Versuche, den Menschen zu optimieren, in Anführungszeichen, ihn auf ein bestimmtes Ziel hin auszurichten und zu konditionieren,
die werden mit dieser Einheitserfahrung in der Mystik obsolet. Richtig. Ja? Ja. Denn da gibt es nichts mehr zu verbessern. Ja? Ja? Hier geschieht etwas, was im Grunde von einem sehr negativen Menschenbild ausgeht. Mhm. Der Mensch ist der ewig Lernende, das heißt der ewig Unzureichende. Mhm. Ja? Er ist nie genug, er ist defizient. Ja. Und diese Defizienz muss überformt werden. Mhm. Ja? Mit Vorstellungen des Supermenschen, sei er nun technisch modifiziert, digitalisiert, genetisch manipuliert oder im Hinblick auf ganz bestimmte Charaktereigenschaften gleichsam gezüchtet. Diese Vorstellungen des verbesserungsbedürftigen und verbesserungsfähigen Menschen, gleichsam die Perfektibilität, auf die technokratische Spitze getrieben. Die werden mit der Mystik komplett unterminiert. Ja. Es gibt keinen Verbesserungsbedarf. Der Mensch ist schon gut, so wie er ist. Genau. Er ist nicht nur gut, er ist. Ja. Ja. Also er braucht nicht einmal diese Adjektive und die Begriffe. Er braucht da keine Bestätigung von außen, weil er in sich selbst genug sein darf. Und das haben wir in der Zeit Meister Eckharts erlebt, dass durch die Kirche mit der Erbsünde der Mensch per se schuldig war. Allein dieser Druck, ich muss Zeit meines Lebens daran arbeiten, damit ich überhaupt mein jeweils glücklich verbringen kann. Und jetzt haben wir aktuell wieder eine Situation, wo du dich als Mensch legitimieren musst, gesund zu sein. All dem liegt ein linearer Zeitbegriff zugrunde. Ja. Es geht sehr stark um die Zeit. Mystik hat immer mit Zeit zu tun. Es gibt drei Zeitformen. Lineare Zeit, zyklische Zeit und punktuelle Zeit. Und die lineare Zeit ist die, die bei diesen Optimierungsgedanken eine Rolle spielt. Ja. Du stehst jetzt da, du musst dorthin kommen. Und erst wenn du dorthin gelangt bist, dann bist du vielleicht nicht perfekt, aber besser als der defiziente Ausgangszustand. Und du musst über die und die Etappen dorthin. Dann gibt es die zyklische Zeit, zum Beispiel die Wiederkehr der Jahreszeiten oder die Wiederkehr eines bestimmten seelischen Themas in unserem Leben. Das kennen wir aus unserer Lebensgeschichte. Und es gibt die punktuelle Zeit, das Nun oder das Jetzt. Ja. Ja, und diese punktuelle Zeit, das ist der imaginäre Raum der Erfahrung, dass alles schon da ist und dass es gut so ist, wie es ist. Mhm. Ja, und das lässt sich nicht politisieren und das lässt sich auch nicht umformen und verbiegen in diese lineare Auffassung. Du musst dich verbessern, du musst dorthin kommen, du musst von A nach B. Nein. Also es ist sehr wichtig zu verstehen, aus welchem Zeitverständnis heraus gesprochen wird. Freilich kann man sich in dem Nun, ja, in dieser Momenterfassung nicht aufhalten. Ja. Ja? Wir leben alle in der linearen Zeit. Genau. Ja? Wir sehen, dass wir immer älter werden. Wir haben bestimmte Lebensaufgaben, Projekte, die wir voranbringen. Natürlich. Und wir leben in der zyklischen Zeit. Wir erleben den Wiedergang des Gleichen, ja, auf vielen Ebenen. Aber es ist die punktuelle Zeit, die alle Zurichtungen unterbricht. Und da liegt das Sprengpotenzial. Ja. Und das macht Mystik gefährlich. Und das macht sie auch zeitlos aktuell. Weil du es auch im Alltag leben kannst. Und das ist das, was du ja anfangs beschrieben hast, die Vita Activa, von der Meister Eckhart spricht, die Vita Contemplativa ist eben genau das Training dahin. Und wenn es auf dem Ritus geht, dann gilt es. Dann heißt es, hast du es verstanden und kannst du es leben? Kannst du es in deinem Alltag so umsetzen? Und das ist ein goldener Weg. Es ist wirklich ein Schatz, den wir heute so ein bisschen angegangen sind zu heben. Und ich hoffe, wir konnten unsere Zuschauer inspirieren. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit dir. Es war für mich eine große Freude und ich hoffe, für euch auch. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss. Thank you.